Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Und ja, ich starte hier gerade mal mit der Statistik, weil wir ja doch relativ oft gestorben sind, weil ich wollte das ja auch jetzt mal selber wissen, was für ein Loser ich bin. Und ja, wir sehen hier gescheitert oder neu gestartete Kontrollpunkte, haben wir 18 Stück. Ich finde, so viel ist das nicht gut. Wir spielen nur auf normal und nicht super schwer. Aber trotzdem, ich hätte jetzt mehr gedacht. Ich hatte so im Gefühl, dass wir mindestens 50 Mal gestorben sind. Also, wer jetzt eine Strichliste von euch geführt hat, wirklich bis hierhin, der, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr auch bei 18 gewesen seid. Wenn nicht, einfach nochmal alle Folgen gucken und vielleicht mal nachzählen. So, aber wir hängen hier ja eigentlich noch mit dem Nate und dem Sam in den Bergen rum. Sind da einmal kurz gestorben, weil wir von oben die Leute abgeknallt haben. Deshalb, ich versuche das jetzt mal anders zu machen. Obwohl sich einfach fallen lassen ist ja natürlich jetzt auch ein bisschen blöd. Obwohl wir, ich weiß nicht. Doch, fallen lassen. Seht ihr? Gut gemacht. Man kann das nämlich auch alles mit Schleichen machen. Du den linken, ich den rechten. Verstanden. Der war gewagt, aber hat funktioniert. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Upsi. Oh, dieser Sam! Der schreckt mich immer. Ich denke, dafür sind ich, ne? Aber es ist nur mein lieber Bruder. So, höre ich noch welche? Hier ist noch ein bisschen Gestrüpp. Wo sind hier jetzt noch welche? Da wurden welche angezeigt dahinter. Ach, da. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wohl, schaffe ich das? Schaffe ich das? Boah, gewagt, gewagt. Was war das? Nix. Wunderbar. Also, wenn wir sie so alle eliminieren können, wäre das super. Der Linke wird mich sehen, selbst wenn der hier zu mir kommt. Das heißt, die werden wir jetzt nicht mehr alle. Obwohl. Moment. Könntest du mal? Mann! Ey, ich wollte ihn eliminieren! Ich wollte ihn doch eliminieren! Oh, nicht doch! Meine Statistik! Meine Statistik! Oh je. Ich wollte heute doch bei 18 bleiben. Haha. So. Da ist noch einer. Der mich auch gesehen hat. Okay. Können wir so vergessen. So. Ich gehe über die Seite. Wo ist denn die Seite? Da ist sie Seite. Okay, alles klar. Vielleicht bleibe ich mal hier hinter. Nathan Dexur. Ja. Oh Mann. Sag mal. Sam, du hast auch irgendwie einer eine Klatsche. Halleluja. So. Holla, die Waldfee. Das war nicht ohne. Das war nicht ohne, das war verdammt gut, finde ich. Wir haben die 18 nicht überschritten.
Die ist golden, die nehme ich mal mit. Leute, ich weiß nie, ob sowas besser ist oder nicht besser ist. Könnt mir das gerne mal in den Kommentaren erklären, welche Waffe hier wie gut ist. Eigentlich nehme ich immer gerne die, wo am meisten drin ist. Was ist das hier? Oh, ich kann hier... Oh, ich kann die werfen. Cool. Wohin werfe ich die denn? Muss ich die bestimmt irgendwo hinwerfen oder war die jetzt für Gegner? Toll. Mega Highlight hier. So. Ich krabbel auch nochmal hier hoch, um mir einen besseren Blick zu verschaffen. Von da kommen wir. Und wohin sollen wir gehen? Wahrscheinlich. Wir gehen mal hinter Sam her. Obwohl der uns ja eigentlich auch mehr oder weniger hinterher latscht. So, hier können wir hochkrabbeln. Weiter geht die Kletterpartie. Gut, dass an den Felsen überall so Kanten sind. Sonst hätten wir überhaupt keine Chance, da irgendwo lang zu kommen. So. Da ist ein Seilchen. Und yippie! Wow. Sowas von gewagt. Sowas von gewagt. Der Kerl muss echt Nerven haben. Wäre ja für mich nicht so der Sport. Vor allen Dingen dadurch, dass das kein Bungee-Seil ist, was nachgibt, sondern starr ist, muss das unwahrscheinlich in die Arme gehen, wenn man sich einfach nur so festhält. Aber nun gut. So. Hier geht nicht weiter. Da unten geht. Hier könnten wir lang. Runter geht's. Okay, wir versuchen das nochmal wieder mit dem Schleichen. Einfach mal abwarten. Der guckt aber in unsere Nähe, deshalb gehe ich jetzt mal nicht darüber. Mal gucken, ob der sich noch umdreht. Weil ich fand das mit den Schleichangriffen gar nicht mal so verkehrt. Ah, endlich, okay. Oh, Sam! Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Ach, solange sein Geld fließt, soll es mir egal sein. Meinst du, Drake taucht hier auf? Nadine glaubt das wohl. Ich würde ihn und seine Bande zu gerne hier sehen. Den kriege ich so nicht. Jetzt kriege ich ihn vielleicht. Huhuhu, und wieder Hans sagt. Okay. Der uns da oben nicht gesehen hat. Oh, hallo. Der war schön. Das ist spaßig. Das ist wirklich spaßig. Das sieht nicht mehr spaßig aus. Müssen wir darüber irgendwie? Achso, das war nur die Waffe, okay. Da sind so Kletterdinger. Was für eine Aussicht. Mann. Wir da wohl rüberkommen. Irgendwie mit Rutschen und Klettern. Oder... Hier haben wir überhaupt keine Chance, glaube ich. Irgendwo so fürs Seil? Nein, auch nicht. Ja, aber die Aussicht, die ist schon echt nett.
Gut, ich versuche das mal hier rüber. So, fast zu weit. Da unten sind so Dinger, wo man hoch kann. Ich vermute hier mit Rutschen und so, dass man da dran springen kann. Sam, hier lang. Cool. Cool. Ja, finde ich auch. So, das hat schon mal ganz gut geklappt. So, und wie ein Äffchen wieder nach oben. So. Haben wir auch. So, und wir sind ja fast da. Da soll also dieses Grab sein, oder habe ich das falsch verstanden? Müssen wir hier weiter? Das sieht mir doch sehr gewagt aus. Dann sind wir wieder ganz unten. Obwohl, sind wir nicht von hier gekommen? Müssen wir... Ich sehe da hinten so eine Kante, dass wir da rüber müssen. Ich versuche das mal. Einfach hier hüpf. Und nochmal hüpf und da dran. Komm da dran. Zwar links, rechts gesprungen, aber... hätten wir vielleicht sofort an die Kante, hätten wir da gar nicht rüber gemusst. Das wäre ja lustig. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Wie, wir müssen noch mehr rutschen. Du könntest ja mal vorgehen, damit ich weiß, wo wir überhaupt lang müssen. Okay, da sollten wir nicht unbedingt ganz runterrutschen. Wie wär's mit da hinten auf die Plattform? Mit dieser Sprungtechnik. Keine Wahl. Ich versuche es. Ui. Oh. Okay. Klappt doch ganz gut. So. Besser als Bungee springen. Warst du schon mal Bungee springen? Nein. Aber das hier ist klar besser. Echt? Wie will er das denn beurteilen? Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und erschossen werden. Genau, erschossen werden. Mehrfach. Schlagen, treten. Okay, verstehe. So, ich glaube, hier führen alle Wege irgendwie nach Rom. Ich weiß es nicht so genau. Es sind auf jeden Fall genügend Kletterhilfen hier da. Nur es ist ein bisschen schwierig, den Weg immer so zu finden. Dass man sich hier nicht verläuft. Der war auch... ich hoffe, ihr hört das ewige Getacker von meinem Controller hier nicht. Sind wir nicht hierher gekommen? Ja. Wird herrlich. So, da dran, da hoch. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hoffe ich. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Was hätten wir? Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Bestimmt sehr angenehm, wenn die ganze Unterhose voller Schotter ist. So. Da ist das Schlafraumtor. Okay, wie sollen wir denn da jetzt rüber? Das ist ja eine gute Frage. Da sind so Kletterbuchsen. Können wir hier irgendwie da dran? Nein. Sam, kannst du hier vielleicht hoch? Auch nicht. Von außen mal kurz gucken. Ne, hier ist nur die Rutschpartie. Was mit hier? Auch nicht. Da sind so. Wohl. Ich guck mal von der Seite. Vielleicht können wir da dran springen.
Ja, wenn du es gefunden hast, hättest du ja schon vorher mal was sagen können hier. So, einmal hier. Sieht auch alles sehr stabil aus. So, und hepp. 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 Nichts mehr hepp. Schade. Hier rum. Da dann hepp. Und hier weiter. So, das hätten wir auch. Das hätten wir auch. So, und von hier. Oh. Oh, Halleluja. Das sieht schwierig aus. Also müssen wir hier wieder rutschen und dann sofort das Seil. Weil von hier schaffen wir es nicht. Okay. Also rutschen und Seil. Okay. Okay. Hammer. Ach je, nicht so viel drüber nachdenken. Das macht die Sache fast besser. So. Drüben sind wir. Hey, hilf mir mal. Ja, wo ist er denn? Mann, ist der langsam. Komm, noch ein Stück. Daneben. Nicht aus der Knie. Nicht aus dem Rücken, meine ich. Und nicht aus der Knie. Einfach mit einem kleinen Unterarm. Mit einem kleinen Unterarm vor allem. Das stimmt. So, einmal schnell hier kurz gucken. Wir haben bestimmt sowieso schon wieder ein paar Schätze übersehen. Im Schlafraum Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Und wir haben einen Tagebucheintrag. Suchen wir das Grab. Das ist ja cool. Hey Nathan, sieh mal. Oh, wir haben sogar mehrere. Sind zwei Entermesser. Nur sowas. So, jetzt müssen wir den letzten noch finden. So. Gibt gar nichts zum Lesen, war nur das Bildchen. Vom Kreuz. Sehr schön. Irgendwie ist mir nicht aufgefallen, dass wir vorher schon einen gefunden hatten, aber gut. So. Und hier müssen wir wohl hin. Zum. Steht da? Shepherd. Oh, schöne Steinmetzarbeit, aber nein. Die Daten passen nicht. Okay, also wir suchen einen Stein mit zwei Kreuzen, einem Totenschädel und der 1659, das merke ich mir doch nie. 1659-1699. Okay. Naja, schauen wir mal. Müssen wir uns halt ein bisschen umgucken. Okay. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien. Dann haben wir es. Sehr gut. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Ja, dann wollen wir uns mal hier umschauen. Da unten hätte ich was blitzeln sehen. Tempus edax rerum. Und wir haben schon wieder einen Tagebucheintrag. Ah, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Sowas. Nein. Mir ist es echt vorher nicht aufgefallen. Hoffen wir es nicht. Weiß auch nicht, warum. So, mal ein bisschen noch hier alles abgrasen. Hier sind auch zwei Schwerter, aber hier steht gar nichts dran. So, das sieht ganz anders aus. Hier ist auch nichts. Sam sucht auch einfach mal mit. Ganz ehrlich mal. Dieser Typ ist sowas von unnütz. Obwohl es um seinen Arsch geht. So, da ist auch nichts. Hier kann man hochklettern. Okay. Kann man nicht. Aber da sind doch Kletterkanten. Nur sowas. Na gut, dann erstmal weitersuchen.
willst du hin? Ich sehe erst mal hier nach. Oh, okay. Ja, wir müssen, wir gucken ja, aber... Wir müssen ja alles hier mal erkunden. Was ist hier? Hawking. Ja, wir suchen aber irgendwas mit 1699, habe ich mir gemerkt. Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Und das auch noch. Und die Zahlen sind anders. Okay. Sam, geh doch. Boah. Typ! Der riecht mich auf. So, was haben wir hier? Bis 69. Wir gucken einfach mal alles an. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Vielleicht finden wir dazwischen ja doch irgendwas Aufregendes. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Auch noch. Oder falsch. Wie viele Gräber es hier einfach gibt, die ungefähr so aussehen. Nein, keine gekreuzten Schwerter. Ist nicht unser Freund. Nun ja, so, was haben wir hier noch? Kein Piratensymbol. Ein schönes Keltenkreuz, aber nicht unser Grab. Tja, schade, schade. Hier ist auch noch eins. Ja, die Schwerter passen. Hui. Das ja auch. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Ja, sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall runtergehen. Aber ich würde mich doch dann doch... Ich würde mich doch dann doch gern, also doch wirklich, ganz doch mäßig, hier einmal kurz drin umsehen. Wenn wir schon mal da sind. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal herkommen. Obwohl, hier ist auch nichts, leider. Hätte ja sein können. Einfach mal ein bisschen klettern hier. Hier geht es ja doch noch weitläufig nach... Oh, hupsi. Nach oben. Wow. Okay. Da kann man auch noch hin und her. So. Wenn das so aufwendig hier gemacht wurde, dann muss ich doch hier irgendwas finden, oder? Aber hier ist nichts. Wirklich überhaupt nichts. Das gibt's doch nicht. Schade, schade. Naja, gut. Dann gehen wir wieder runter. Oh. Beinahe hätten wir uns selber aufgespießt. So, wo war denn jetzt das Grab? Steht der Sam da noch rum? Da ist er, alles klar. Na los, hier lang. Ja, wir gehen da rein. Wir gehen da rein. In der nächsten Folge, meine Lieben. Ich habe gerade schon auf die Aufnahmezeit gelinst. Und wir sind schon wieder voll drüber.
Dementsprechend wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt mir wie immer gerne einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne auf den Abo-Button klicken. So, und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüssi.